geboren, ich war auch als Kind nicht hier. Jetzt lieb ich das Land und die Leute, so ist es, ich kann nichts dafür. Ja, Thailand ist jetzt meine Heimat, in Thailand, da fand ich mein Glück. Ja, Thailand ist jetzt mein Zuhause, ich will auch nie wieder zurück. Ja, Thailand ist jetzt mein Zuhause, ich will auch nie wieder zurück. Ich habe Europa und Asien gesehen, war auch in Amerika. In Afrika fand ich es auch wunderschön und auch in Australien. Dann bin ich nach Thailand geflogen, ich komme nicht mehr davon los. Die Landschaft, die Berge, der Strand und das Meer, das finde ich grandios. Ich bin nicht in Thailand geboren, ich war auch als Kind nicht hier. Jetzt lieb ich das Land und die Leute, so ist es, ich kann nichts dafür. Ja, Thailand ist jetzt meine Heimat, in Thailand, da fand ich mein Glück. Ja, Thailand ist jetzt mein Zuhause, ich will auch nie wieder zurück. Ja, Thailand ist jetzt mein Zuhause, ich will auch nie wieder zurück. Ja, Thailand ist jetzt mein Zuhause, ich will auch nie wieder. One, two, Freitag nehmen wir den Nachtbus zurück nach Pattaya.
Und nächste Woche geht's zurück nach Good Old Germany. Wir sind hier in Warau, in einer namenlosen Straße, direkt vor unserem Restaurant. Die Straße soll dies Jahr noch befestigt werden. Das dürfte den Wert des Grundstücks ein wenig erhöhen. Wir gehen jetzt mal die Videodokumentation machen. Gucken wir uns an, was so seit November hier entstanden ist. Wenn die Straße gemacht ist, wird auch der Vorgarten hier gemacht vor der Steinmauer. Jetzt lohnt sich das noch nicht. Überall Dreck, überall Müll. Hier ist mein Elektrozähler und der des Nachbarn gegenüber. Wir verbrauchen immer für 800 Watt Strom im Monat, also etwa 10 Euro, überschaubare Summe. Da ist schon der Strom für den Fernseher und für die zwei Kühlschränke und für die Ventilatoren mit enthalten. Und das sehen wir hier. Hier sehen wir den Eingang zu unserem Restaurant. Meine Frau brüllt schon wieder nach mir, obwohl ich ihr gesagt habe, dass ich ein Video machen will. Sie brüllt eigentlich den ganzen Tag. Von dieser Kokosnusspalme fallen jeden Tag ein paar Nüsse runter. Da bebt hier die Erde. Das ist meine Hausnummer. Wie funktioniert das denn nicht? Batterie schon wieder alle. Pi. I make just a video. Yes. So, dann bin ich ja gespannt, ob die Straße wirklich befestigt wird. Eine von den vielen Tanken meiner Frau kommt, um sich irgendwas zu essen zu holen. Wenn es schlecht läuft, hat sie schon ein paar Teile des Gemüntes. Dann wird es hier lärmig. So, wir gehen jetzt mal in die Terrasse. Das ist alles seit November hier entstanden. Als ich im November herkam, war hier eine Brache. Jetzt sind hier 100 Quadratmeter Terrasse, teilweise überdacht. Da dudelt die unvermeidliche Thai-Musik. Isan. Das ist das Gewächs, das die Papaya-Früchte liefert, die in ganz Thailand als Salat sehr beliebt sind. Wenn nicht zu viel Chili dran ist, kann ich es auch essen. Schmeckt wie Weißkrautsalat. Ein bisschen Dach gemacht zusätzlich. Das muss noch mal wieder nachgespannt werden. Das bringt zusätzlich Kühle, weil die Sonne hier nicht mehr den Zement erhitzen kann. Insgesamt sind hier 20 Sitzplätze und eigentlich ist es auch immer gut besucht. Der meiste Kochumsatz wird allerdings mit Außerhausverkauf gemacht. Das sind die Kokospalmen, die ich im Februar letzten Jahres gepflanzt habe, als kniehohe Setzlinge. Diese eine Palme bekommt das geklärte Brauchwasser der beiden Waschbecken und der Dusche. Das hat ihr zu einem geradezu unglaublichen Wachstum innerhalb kürzester Zeit verholfen.
Als ich sie im November gesehen habe, war sie genauso hoch wie die anderen in etwa. Jetzt hat sie 1,50 Meter zugelegt, was Wasser so alles ausmacht. Hier ist Chili und Peppermint. Das ist alles sehr schön geworden hier. Das hat meine Schwiegermutter angelegt, den Garten. Gäste fühlen sich hier wohl, es ist alles grün und kühl, noch mehr Papaya. Kühlschrank. Der stille Verkäufer verkauft sehr gut. Da macht meine Frau Outside-Cooking, davon war sie nicht abzubringen, aber die Küche muss vergrößert werden. Das ist mein Blick, wenn ich frühstücke. Mittagsgäste sind im Augenblick selten, weil alle losgehen und Rice Farming machen. Es hat einige Male geregnet. Es ist genug Wasser in den Reispools, um die Setzlinge zu ziehen. Jetzt wird Reis. Jetzt werden Reiskörner ausgestreut, um Setzlinge zu haben, die später dann ausgepflanzt werden. Harte Arbeit bei 40 Grad in der Sonne. Von morgens um 6 bis abends um 6. Ja, so sieht das aus. Das ist unsere Speisekarte für Gäste, die nicht lesen können, beziehungsweise kein Menü haben, keine Menükarte haben. Leo kostet 55 Baht. Wir kaufen für 41. 14 Watt Gewinn an der Flasche, das ist nicht schlecht. Eine Stunde Verkäufer verkauft. Menükarten. Haben wir noch ein Pattaya drucken lassen. Hat ein irrsinniges Geld gekostet. Wenn ich einen Drucker und einen Computer gehabt hätte, hätte ich das selber machen können. Aber ich habe die richtigen Programme leider nicht mitgenommen auf meinem Notebook. Nächstes Mal bin ich schlau, dann kaufe ich mir für 40 Euro einen Drucker und mache das selber. Dann kann ich leicht 800 Baht sparen. Gehen wir erstmal in diese Richtung. Da ist das universelle Möbel, auf dem Thais leben. Da kann man sitzen, im Schneidersitz drauf essen und auch schlafen. Und das machen sie auch alle. Hier sind zwei Eisboxen. In einer Eisbox ist das Eis für die Getränke, das muss man hier unbedingt haben, da können sich die Gäste selbst bedienen. In der anderen großen Box hat meine Frau ihr Gemüse, das Fleisch und sonst was. Man muss hier immer mit Stromausfällen rechnen und dann nutzt den Kühlschrank wenig. Hier wird gekocht, die Küche muss erweitert werden. Mehr Zement und dann ein vernünftiges Dach und ein paar Wände. Aber der Onkel aus der Familie, der das machen kann, ist im Augenblick in Bangkok und... See you.
verdienter Geld, aber 2 Wochen zum Rice Farming kommt er zurück. Dann bin ich zwar nicht mehr da, aber ich hoffe, es wird trotzdem was. Gebracht, eine simple Buchführung, dass sie erkennen kann, wie viel sie ausgibt und wie viel sie einnimmt. Die Einnahmen werden nur geteilt nach Getränken und nach Cooking. Bei Kochumsätzen sollten eigentlich immer 50% als Gewinn hängen bleiben. Ich habe ihr das vorkalkuliert. Aber da sie beim Einkaufen nicht auf die Preise achtet und das erst recht nicht tun wird, wenn ich weg bin, kann ich nichts Gutes. Kann ich dann aber nicht ändern. Brise. Das thailändische Allzweckmöbel. Hier kann man schön sehen, wozu diesem Möbel alles dient. Zum Sitzen, zum Essen und zum Schlafen. 450 Baht, alles aus Bambus hergestellt. Da kann man sogar mit 3 Leuten drauf tanzen, ohne dass es zusammenbricht. Habe ich schon gesehen hier. Da ist das Wasser für Gäste. Jeder kann sich selbst bedienen. In einem blauen Kühlcontainer. Da ist Eis und Trinkwasser drin. Jeder, der hier vorbeikommt und Durst hat, nimmt einen Becher und trinkt ein bisschen was. Da ist das Motorrad, das wir für außer Hausservice angeschafft haben. Eine gebrauchte Honda Click für, keine Ahnung, 20.000 Baht, glaube ich. 1.000 Euro. In 2 Monaten hat die Honda ihren Kaufpreis eingefahren. Wenn jeden Tag so viel Essen verkauft wird wie im Augenblick. Hier fallen mir jeden Tag Mangos auf den Kopf von meinem Mangobaum. Da ist Mangobaum Nummer 2, der hat auch Früchte. Das ist Mangobaum Nummer 3, den wir im letzten Jahr gepflanzt haben. Der braucht sicher noch ein paar Jährchen, bis er was für. Meine Frau ist angezogen, als ob ein Wintersturm bevorsteht. What are you doing now, honey? I go buy Thai whiskey for my. Thai whiskey? Oh. Kreuznacht um 12 Uhr mittags. Customer. Motorbike come to do what? Aber der Fan Jamada hat nichts anderes zu tun, als mir ein Motorbike hin und her zu fahren. Yeah.
gab schon Abende, da konnten Gäste keinen Sitzplatz mehr bekommen. Weil, wie gesagt, nur 20 Sitzplätze da sind, aber im Augenblick ist es abends eher ruhig. 10, 12 Leute mal. Und da alle viel Geld ausgegeben haben fürs Neujahrsfest, wir haben jetzt nicht so viel Steaks und Spaghetti und French Fries geordert, sondern mehr Thai Food für 30, 40 Baht. Aber das ist in Deutschland ja nicht anders. Jetzt schon wieder angeknattert. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 12.15 Uhr. Meine Frau hat aber nichts mehr zu verkaufen. Weil wir nämlich heute schließen werden. Morgen geht's nochmal an den Big Lake mit der ganzen Familie. Fisch essen. Und übermorgen geht's zurück nach Pattaya. Wir haben nichts mehr eingekauft. Es sind vielleicht noch ein paar Spaghetti da. Kokosnüsse hängen noch. Mal warten, bis eine runterfällt. Das dauert zu lange. Da fällt heute auch keine runter. Aber wenn, sollte man nicht unter der Palme stehen. Im Schatten wird es gleich 15 Grad kühler. Oh, sehr angenehm. Und wenn die Straße dies Jahr gemacht wird, dann spendiere ich auch noch 2 Straßenlaternen von hier aus zur nächsten Straße hin. Dann ist alles beleuchtet bis zu unserem Restaurant. Und das wird die Seher auch positiv bemerkbar machen. เจ้านั้นผูกพันเกินขันกับเขา